Hallo. Wir sind Anja und Ilan. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben vor etwa 3 Wochen unser Tiny House abgeholt und wir stehen jetzt mittendrin und wurden einige Male gefragt, was kostet denn jetzt nun dieses Haus? Im heutigen Video werdet ihr es erfahren. So, ihr kriegt heute von uns ein paar Zahlen um die Ohren geworfen. Vorab möchten wir sagen, dass ihr jetzt keine Summen mit Nachkommastellen bekommt. Wir haben das Ganze auf- oder abgerundet. Und alle Kosten beinhalten auch die Montage. Wir haben ja alles, was wir jetzt hier sehen, auch komplett bauen lassen. Genau, die kleine Tour hatten wir im letzten Video gemacht, das verlinken wir euch gerne nochmal. Und wir starten mal mit dem ersten. Und das war eigentlich die statische Prüfung. Nachdem wir wirklich so diese komplette Planung durch hatten, die Theorie, haben wir das ganze Haus mit Anhänger statisch prüfen lassen, weil wir eben auch damit unterwegs sein wollen und da einfach ja, die Mehrkosten zahlen wollten, um auf Nummer sicher zu gehen. Wir wollten ja auch Gewicht einsparen, daher ging es ja auch darum, wie viel Holz brauchen wir denn tatsächlich, um das Haus statisch so stabil zu haben, damit wir in der Lage sind, es regelmäßig zu bewegen. Was hat also der Spaß gekostet? Die statische Berechnung hat uns 1872 Euro gekostet. Wir fangen mit dem Fundament unseres Hauses an und das ist natürlich unser Anhänger. Der wurde individuell für unser Haus entwickelt und dann auch zusammengeschweißt, was auch der Grund dafür ist, dass er etwas teurer ist. Ich verrate einfach schon mal direkt den Preis. Er hat gekostet 7.178 Euro. Das ist eine Stange Geld und deutlich teurer als im Vergleich jetzt ein Vlemmix-Anhänger, der ja sonst auch gerne für Tiny Houses benutzt wird. Uns persönlich war es einfach wichtig, dass das einfach gut zusammenpasst und darauf ausgelegt ist, die Lasten bestmöglich abgetragen werden. Wie zum Beispiel hier auch ein extra Kragarm integriert wurde, weil wir eben eine große 2 Meter Doppelflügeltür haben und wir nochmal andere Belastungen hier an diesem Punkt als Beispiel haben. Weitere Features oder das, was unseren Anhänger jetzt ausmacht, könnt ihr in unserem Anhängervideo sehen, als wir den abgeholt haben. Das verlinken wir euch gerne nochmal. Da erklärt nämlich unser Tiny House Bauer, der Brandon, welche Features unser Anhänger hat, was ihn so besonders macht. Genau. Und falls ihr daran Interesse habt, auch mal berechnen zu lassen, was ein entsprechender Tiny House Anhänger für euer Haus kosten würde, könnt ihr das auf seiner Website machen. Er hat da so einen Calculator eingerichtet. Wir verlinken euch das einfach unten nochmal. Kommen wir zum Boden. Das ist eine durchgängige Platte, 8,25 Meter lang mal 2,50 Meter, inklusive Dämmung und hat uns gekostet 3.340 Euro. Das Ständerwerk, also das Gerüst unseres Hauses quasi, ist aus Fichte, Konstruktionsvollholz und ist eine Mischung aus einem klassischen Ständerwerk und einem Raupenständerwerk, also ein Hybridständerwerk haben wir es jetzt mal genannt und hat uns gekostet 4.369 Euro, so wie es hier steht, inklusive Montage. Gut, kommen wir zu den Verbindern, also das, was unser Ständerwerk auch zusammenhält, die Schrauben und die Bleche und das Ganze lasern zu lassen und die Montage natürlich. Und da kommen wir auf eine Summe von 2.669 Euro. Das Blech oder die Schrauben kann man hier mal erkennen. Und wir haben hier sehr viele solcher Bleche, einmal in T-Form oder L-Form. Also das, was eben benötigt ist. Verzinkt haben wir das Ganze sogar noch höchstpersönlich. Jetzt nähern wir uns, glaube ich, dem größten Posten, Kostenposten unseres Hauses. Und es ist tatsächlich die Fassade. Da ist uns in der Tat auch mal etwas schwindelig geworden. Wir arbeiten hier ja nicht mit verschiedenen Ebenen, sondern mit einer Sandwichplatte und haben im Prinzip in dem Element ja alles schon mit drin. Also Außenfassade, Dämmung, Innenverkleidung, alles in einem. Demnach ist das Material auch etwas teurer und die Montage geht aber etwas schneller. Wir haben ja alle Kosten zusammengefasst, deshalb setzt euch hin. Es kostet 13.292 Euro. Wir sind nach wie vor total froh, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Und sie ist sehr leicht, ne? Sie ist sehr leicht, genau. Und wir haben auch das Ganze oder Dämmstoffe auch mal miteinander verglichen. Unser Fokus ist ja Mobilität, daher müssen wir nach wie vor sehr darauf achten und verlinken euch nochmal entsprechend das Video, wo ihr auch verschiedene Dämmmaterialien miteinander mal vergleichen könnt, um zu schauen, was passt denn für mich jetzt am besten. Wir machen jetzt weiter mit unserer Haustür.
Die ist 2 Meter breit und 2,30 Meter hoch. Das Material ist Aluminium und hat uns gekostet 1.840 Euro. Die Fenster, die in unserem Tiny House verbaut sind, bestehen ja einmal aus dem kleinen Zimmer in unserem zweiten oder im Atelier, wie auch immer man das nennen möchte. Dann oben hin zum Balkon die großen Doppelfenster, unser Badezimmerfenster, die Festverglasung, die große Tür auf unserem Küchenloft und das Waschbeckenfenster, welches dann auch in der Küche sein wird. Alle zusammen bestehen aus Kunststoff und kosten uns 1.851 Euro. Also da mussten wir dann ein bisschen sparen, nachdem uns die Fassade dermaßen umgehauen hat. Ja, das Ganze muss man ja auch immer wieder ein bisschen ausgleichen. Gut, kommen wir zum Dach. Eine auch hier durchgängige Platte, die uns gekostet hat 2.671 Euro. Und wir stehen ebenfalls auf eine Platte. Und zwar die Terrassenplatte. Und das ist die gleiche Platte, nur in klein. Und hat uns gekostet 359 Euro. Auch hier wieder inklusive Dämmung und Montage. Was wir hier sehen, ist die EPDM-Folie. Die muss noch zugeschnitten werden. Ist also unsere Abdichtungsfolie. Hat uns gekostet inklusive Kleber und Montage 540 Euro. Ihr habt es ja gerade gesehen, unsere Regenrinne, die hat uns inklusive Fallrohr gekostet, also überhaupt allgemein die Entwässerung für das Haus, 928 Euro. Wir stehen jetzt oben auf dem Dach. Ich halte mich schon mal fest. Ilan hält sich fest. Wir haben uns jetzt praktisch von unten nach oben hochgearbeitet, um euch jetzt den Höhepunkt, also die Summe unseres Hauses zu nennen. Haltet euch fest, setzt euch hin. Wir haben jetzt im Moment bezahlt knapp 42.000 Euro. Also exakt 41.909 Euro für das Haus, den Rohbau, so wie es jetzt hier steht. Alles investiert in den Rohbau. Wir wollten ja mobil sein, wir wollen es immer noch. Und wir haben uns dann einfach gesagt, am Kern des Hauses wollen wir einfach nicht sparen. Ja, wir würden es immer wieder so machen, dadurch, dass für uns klar war, wir möchten auch alles bis hierhin montieren lassen, wir möchten das Haus bis hierhin bauen lassen und uns dann später dem Innenausbau selbst widmen, war klar, dass es teurer wird als erwartet. Jetzt geht es demnächst weiter mit den Versorgungssystemen, da sind wir parallel dran. Ja, wir müssen ja noch verstehen, wo die Dusche hinkommt, wissen wir zwar schon, was für eine Dusche das wird oder was wir überhaupt für ein Versorgungssystem hier integrieren wollen. Wenn wir das alles geklärt haben, dann können wir uns dem Innenausbau auch wirklich widmen und die Wände ziehen, das Schlafloft einbauen, Küchenpodest und so weiter. Und bis dahin bleibt gerne weiter dran, abonniert in unser Kanal, gib uns einen Daumen. Damit wir das Ende jetzt nicht noch 10-mal aufnehmen müssen, sagen wir einfach tschüss, bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Tschüss. Okay, wie kommen wir jetzt hier wieder runter? Ich weiß es nicht. Hör mal, hast du gesehen? Klasse. Wie machen wir das eigentlich später? Ist das dann die Durchreiche, ja? Muss ich dann hier immer raus? Okay, bin unten. Vorsicht. Wow. Tada. Es sah elegant, filigran, alles zusammen. Toll. Tschüss.